Das letzte Video des fetten Losers führte zum allgemeinen Entsetzen seiner Zuschauer, da er in diesem nicht zu sehen war. In der Presse waren sofort die wildesten Spekulationen zu lesen und sogar die Nachrichten wurden aufmerksam auf den Fall. Ein Statement des Losers, in dem er die mangelhafte Bildqualität für sein Fernbleiben verantwortlich machte, wurde bei der Sendung Hart aber dumm als Fake News betitelt. Und nachdem er in der Woche darauf gar kein Video veröffentlichte, gab es für den deutschen Qualitätsjournalismus kein Halten mehr. Es wurde getitelt, er sei gestorben, von Aliens entführt worden oder der Yeti hätte ihn gefressen. Doch er sollte seine Kritiker allesamt Lügen strafen. Denn jetzt ist er wieder da. Und liebe Leute, gebt fein Acht, er hat euch etwas mitgebracht. Oh, hallo und herzlich willkommen beim Fetten Loser im Exil. Ich bin der Fette Loser im Exil und heute habe ich jede Menge alten Scheiß bei mir im Keller gefunden. Ihr glaubt es nicht. Das ist alter Männerstinkstoff aus den frühen 70ern, späten 60ern. Sir Canada Cedar. Ah, Tabak Original. Wann hatten die so ein Design? Das ist uralt und guckt euch das mal an hier. Alles in Geschenkboxen. Ist das nicht Wahnsinn? Hat wahrscheinlich schon locker 50 Jahre da unten rumgelegen. Oh Gott. Der Duft der toxischen Männlichkeit. Das kann man nur noch als Kampfstoff benutzen. Die 70er waren irgendwie würzig. Nicht wahr? Apropos 70er. Erinnert ihr euch noch an die Looney Tunes? In den 70ern begann das ZDF damit, uns Kids Bugs Bunny und seine Freunde vorzustellen. Da diese Kurzfilme bei uns nicht so wie in den Vereinigten Staaten als Vorfilme im Kino präsentiert wurden, gab es auch keine deutschen Fassungen davon. Diese mussten erst einmal angefertigt werden. Für 50 Episoden von Schweinchen Dick und seinen Freunden, die ab Januar 1972 liefen, 22 Episoden von Die schnellste Maus von Mexiko, welche ab August 1979 ausgestrahlt wurden, und für ganze 103 Episoden von Mein Name ist Hase, die uns vom 8. Februar 1983 anpräsentiert wurden. Es gab allerdings schon vor den ZDF-Fassungen eine Synchro einiger Looney Tunes-Kurzfilme, die extra für die Super 8-Veröffentlichung der UFA produziert wurde. Doch wir wollen uns heute ausschließlich mit den Stimmen befassen, die unsere Kindheit geprägt haben. Und da fangen wir einfach mal bei Schweinchen Dick an. Die Serie Schweinchen Dick und seine Freunde wurde uns 1972 vom ZDF präsentiert und aufgrund lauter Elternproteste, die die Reihe als zu brutal für ihre Kinder ansahen, nach 50 Folgen wieder eingestellt. In den meisten der Episoden wurde die Hauptfigur von dem 1904 geborenen Schauspieler Walter Gross gesprochen. Seit 1933 wurden Gross über 150 Film- und Fernsehauftritte zugeschrieben, wobei er wegen eines umstrittenen Auftritts im Tingeltangeltheater ja, das hieß tatsächlich so. Also aufgrund einer politischen Äußerung wurde Walter Gross am 10. Mai 1935 direkt aus dem Theater heraus von der Gestapo verhaftet und ins Konzentrationslager Esterwegen gebracht. Dort blieb er bis Ende Juli und wurde anschließend mit einem mehrmonatigen Berufsverbot belegt. Dieses Ereignis war dann auch das Ende des Tingeltangeltheaters. Nicht aber das der Karriere von Walter Gross, der nach dem Zweiten Weltkrieg quasi dauerbeschäftigt war. Er war also die erste Stimme von Schweinchen Dick. Wenn man sich seine Folgen heute ansieht, fällt schnell auf, dass er das ikonische Stottern des Charakters fast komplett ignorierte. Gross sprach die Figur übrigens auch in 6 eigens produzierten Hörspielen. Und immer schön fröhlich bleiben! Walter Gross starb am 17. Mai 1989 im Alter von 85 Jahren an Herzversagen. Schweinchen Dicks zweiter Sprecher war der Schauspieler Wolfgang Spier, der einigen sicher noch als Moderator der Spielshow Wer dreimal lügt bekannt ist. Was viele nicht wissen, ist, dass Spier auch als Regisseur tätig war. So inszenierte er zum Beispiel die Serie Ein verrücktes Paar mit Grit Böttcher und Harald Junke. Seine Stimme lieh er unter anderem Peter Cushing, Donald Pleasence, Gene Wilder und Kenneth Williams, aber zum Beispiel auch dem trinkfreudigen Skelett in Das letzte Einhorn oder dem Zauberer Merlin in Shrek, der Dritte. Wenn noch mehr von deiner Sorte kommen, gehe ich ins Wasser, dort wo es am seichtesten ist!
Wolfgang Spier starb im Alter von 90 Jahren am 18. März 2011 an einem Herzinfarkt. 7 Jahre nachdem Schweinchen Dick im ZDF gestartet war, sollte eine zweite Looney Tunes-Serie über die deutschen Bildschirme flimmern, Die schnellste Maus von Mexiko. Auch wenn weder Warner Brothers noch die deutschen Verleiher heute noch etwas mit den alten Speedy Gonzales-Trickfilmen zu tun haben wollen, da sie ja angeblich so rassistisch sind, so waren sie doch ein wichtiger Teil unserer Kindheit. Und als die Serie um die Maus auf Speed 1979 im ZDF ausgestrahlt wurde, lernten wir eine weitere ikonische Stimme kennen, die bis heute aktiv ist. Die Rede ist von Joachim Tennstedt. Ja, wo soll man da beginnen? Der 1950 geborene Schauspieler ist unter anderem die erste Standardstimme von Tom Hanks gewesen und nahm diesen Part nach dem Tod von Arne Elsholz 2016 auch wieder auf. Außerdem war er von 1981 bis 2006 auch die deutsche Stimme von Mickey Rourke und wir konnten ihn als den Droiden C-3PO in den Star Wars Filmen 4 bis 9 hören. Ganz zu schweigen von Jeff Bridges, John Malkovich, James Belushi, Billy Crystal, Michael Keaton, William H. Macy, Billy Bob Thornton und Bruce Boxleitner, um nur einige zu nennen. Wir Kinder von damals hörten ihn zum Beispiel als Adam in Es war einmal der Mensch, Jolly Jumper in Lucky Luke und als Gustav Gans in den DuckTales. Alter Mann am Arsch! Speedys Gegenspieler in der Serie war meistens Daffy Duck, der von Dieter Korsave gesprochen wurde. Er sollte diese Rolle 83 in Mein Name ist Hase wieder aufnehmen. Der 1934 in Berlin geborene Schauspieler und Kabarettist war im TV meistens in kleineren Nebenrollen zu sehen. Er war hauptsächlich auf der Theaterbühne anzutreffen. So blieb es auch bei einer überschaubaren Anzahl an Synchronrollen, von denen jedoch gerade uns Kindern von damals seine Darbietung als der Römer Gaius Pupus in Asterix erobert Rom und vor allem die Darstellung des William Dalton in den Lucky Luke-Filmen Daisy Town und sein größter Trick sowie in der Fernsehserie von 1983 im Gedächtnis geblieben ist. Guten Abend, liebe Mäuse, hier ist unser neues Holzhammer-Programm. Dieter Korsave erlag am 18. März 1996 im Alter von 61 Jahren einem Krebsleiden. Tja, was meint ihr, kann ich für diese Raritäten verlangen? 50 Jahre ungeöffnet? Der Duft, den die Zeit vergessen hat. Oder wollt ihr sie haben? Ja, ich verlose was davon. Was ihr dafür tun müsst, sage ich euch am Ende der Sendung. Auch der Kater Silvester machte der schnellsten Maus von Mexiko oftmals das Leben schwer. Er wurde von gleich 3 Sprechern verkörpert, von denen sich jedoch der 1912 geborene Schauspieler Tony Herbert hervortat und diese Rolle ebenfalls in Mein Name ist Hase wieder aufnahm. Auf Herberts Konto gehen über 700 Synchronrollen, von denen die meisten allerdings in die Zeit zwischen 1930 und 1970 fallen und hauptsächlich kleinere Rollen umfassen, wie die des Barkeepers im Krieg der Sterne oder die des Sam Game in Lucky Luke sein größter Trick. So ist seine Darstellung des Katers Silvester wohl seine bekannteste Arbeit. Tony Herbert verstarb im Jahre 1990. Das Schöne an meinem neuen Exil ist, wenn ich nachts mal nicht schlafen kann, habe ich jede Menge Filme, die mir die Zeit vertreiben. 13 Geister, Werner volles Rohr oder Star Trek 3 auf der Suche nach Mr. Spock. Spock. Ja genau, Spock. Der Vulkanier wurde nämlich in sämtlichen Filmen und natürlich der Originalserie von Herbert Weicker gesprochen, der bei den Looney Tunes auch als der vorlaute Gockel Forkhorn Lakehorn zu hören war. Na, wenn das kein Übergang war, was? Allerdings teilte sich Weicker die Rolle mit Martin Hirte, den wir auch als die deutsche Stimme von Bud Spencer, Ernest Borgnine oder Walter Matthau kennen. Doch zurück zu Weicker. Der 1921 geborene Mime lieh seine Stimme unzähligen Figuren, wie zum Beispiel Herbert Lohm als Inspektor Dreyfus in den Pink Panther Filmen oder dem sowjetischen KGB-General Gogol in einigen Bond-Filmen. Außerdem war er die deutsche Stimme von Sidney Poitier und Christopher Lee. Wir Kinder kannten ihn vor allem als den König der Gorks bei den Fraggles. Warum, Tandy, sagen die eigentlich immer Herbert zu ihnen? Herbert war ein mittlerer Beamter, der für seine engstirnige, kleinkarierte Denkweise bekannt war.
Und dann versuchen Sie eben in Zukunft etwas weniger eng zu denken, Herbert. Herbert Weicker starb am 29. Mai 1997 im Alter von 75 Jahren bei einem Autounfall. Eine Sache noch, der Hund, mit dem sich Lekon ständig zofft, hat tatsächlich nicht einmal einen Namen. Doch er gehört dazu und hat auch einen sehr bekannten Sprecher. Es ist der 1942 geborene Leon Rainer, der unendlich viele Synchronarbeiten auf seinem Konto hat. Er war der Erzähler in Vicky und die starken Männer, war unter anderem die deutsche Stimme von Buck Rogers, Captain Donald Cragen in Law and Order, Captain James Deakins in Criminal Intent, Verbrechen im Visier, Tywin Lannister in Game of Thrones und in den Harry Potter Filmen sprach er die Rolle des Arthur Weasley. Auch die Mediamarkt-Werbespots werden von ihm vertont. Und das Schönste ist, der Mann ist nicht nur noch am Leben, nein, er ist auch nach wie vor immer noch als Sprecher aktiv. Ich bin noch nicht blöd. In einigen Folgen wurde der Hund übrigens von Wolfgang Völz gesprochen, aber ihm werden wir uns in einem anderen Synchron-Special ganz besonders intensiv widmen. Ihr habt es sicher schon gemerkt, wir sind mitten in der Serie Mein Name ist Hase, die uns als letzte Looney Tunes-Serie ab 1983 auch noch die Abenteuer von Bugs Bunny und seinen Freunden ins Haus brachte. Ach ja, die 80er waren schon geil. Gerd Vespermann verkörperte in dieser Serie den frechen Hasen Bugs Bunny und machte ihn durch einen deutlich gehobenen Sprachschatz um einiges zahmer, als er es im englischen Original noch war. Vespermann erblickte am 24. Juli 1926 in Berlin das Licht der Welt und spielte ab 1953 in mehr als 40 Spielfilmen mit, meistens allerdings in kleineren Rollen. Auch als Synchronsprecher war er des Öfteren aktiv und lieh seine Stimme unter anderem Jeremy Brett, John Garfield, Audie Murphy und Harry Dean Stanton. Für uns Kids von damals würde er jedoch immer die Stimme von Bugs Bunny sein. Ja, ich freue mich, dass ich heute bei euch bin. Vespermanns Tod wurde auf Wunsch des Schauspielers erst ein Dreivierteljahr nach seinem Ableben bekannt gegeben, am Tage seines 75. Geburtstages. Er verstarb am 25. November 2000 in seiner Wahlheimat München. Also ich könnte das nicht so lange geheim halten. Der Knall wird noch in 100 Kilometern Entfernung zu hören sein, wenn ich mal platze. Eigentlich wollte ich an dieser Stelle etwas über das Stinktier Pepe Le Pew bringen, aber diese Figur wurde von den Verantwortlichen derart stiefmütterlich behandelt, dass er über keine durchgängige Synchronstimme verfügt. Sowohl Wolfgang Dräger als auch Friedrich Schönwälder und Wolfgang Hess haben ihn bereits gesprochen. Und da ich all diese grandiosen Sprecher in einem späteren Special noch genauer beleuchten werde, tue ich das jetzt nicht. Schöner hätte ich es auch nicht sagen können, obwohl ich hab's ja gesagt, aber schöner wäre es eben auch nicht gegangen. Auch Bugs Bunnys wiederkehrender Gegner Yosemite Sam wurde in der Serie gleich von zwei Schauspielern verkörpert. Zum einen war da der 1903 geborene Schauspieler Klaus-Willi Krause, der jedoch mehr im Bereich Synchron tätig war als im Schauspiel. Er war zum Beispiel die Standardstimme von Jean Gabin oder Fernandel, Gregory Peck in Die Wildnis ruft und Moby Dick und in den ersten beiden Asterix-Filmen war er die Stimme des Druiden Miraculix. Obwohl der Sprecher Walter Reichelt die Rolle des Yosemite Sam nicht so oft sprach wie Klaus W. Krause, ist er uns doch irgendwie besser im Gedächtnis geblieben. Das liegt wohl vor allem daran, dass wir seine Stimme als Kind ziemlich häufig zu hören bekamen. Er war Halvar von Flake in Vicky und die starken Männer, sprach die Bulldogge Spike in den Tom und Jerry Cartoons und auch Waldorf vom Duo Waldorf und Statler aus der Muppet Show lieh er seine ikonische Stimme. Dazu kommen Abraham Simpson von den Simpsons und Sir Tuxford aus Disneys Gummibärenbande. Bitte kommen, Mede! Ich verliere den Kontakt zu Ihnen! Ich hab gesagt, Pomfret! Walter Reichelt verstarb am 5. Juli 2002 im Alter von 79 Jahren. Dieses Video wäre viel fröhlicher und bunter, wenn all diese genialen Stimmen noch unter uns weilen würden. Ich trinke auf euch. Kommen wir zu einem weiteren von Bugs Bunnys Lieblingsgegnern. Kommen wir zu Elmer Fudd. Fudd wurde von dem 1922 geborenen Kurt Zips gesprochen und auch diese Stimme passte wie die Faust aufs Auge. Zips wurde als Schauspieler oft auf die Rolle des cholerischen kleinbürgerlichen Spießers festgelegt, wie zum Beispiel als schuhwerfender Schlafanzugträger in dem Film Pipi außer Rand und Band. Doch auch er ist uns Kindern der 70er und 80er vor allem durch seine stimmliche Darbietung bekannt. So war er unter anderem als Alexander die Maus in Die Biene Maja zu hören oder als der Barde Ulme in Vicky und die starken Männer. Auch als Dr. Honigtau Bunsenbrenner aus der Muppet Show oder die Wildgans Lasse in Die wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson stach er stimmlich hervor.
Ich bin heute besonders aufgeregt, weil es nun endlich soweit ist, dass ich Ihnen unsere neueste Erfindung präsentieren kann, die explodierenden Hüte. Leider verstarb Kurt Sips nur 3 Wochen nach seinem 66. Geburtstag am 24. August 1988 in München. Marvin der Marsianer wurde übrigens auch von Kurt Sips gesprochen. Ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass sämtliche von den Sprechern, die wir heute hatten, auch bei Vicky und die starken Männer zu hören waren? Da könnte man jetzt natürlich irgendeinen Zusammenhang vermuten, aber nö. Nö! Kommen wir nun zu Granny. Sie wurde in Die schnellste Maus von Mexiko von Inge Wolfberg gesprochen und in Mein Name ist Hase von Brigitte Mira. Da aber einige der Filme später für Mein Name ist Hase noch einmal verwendet und neu synchronisiert wurden, liegt unser Augenmerk vor allem auf der Darbietung von Brigitte Mira. Mira wurde am 20. April 1910 in Hamburg geboren und ist uns Fernsehkindern von damals vor allem als Oma Färber aus der Vorabendserie Drei Damen vom Grill bekannt. Doch sie war nicht nur eine Schauspielerin, sie war auch eine begnadete Chansonsängerin und Kabarettistin. Sie hat so wahnsinnig viel im Bereich der Schauspielerei gemacht, dass es ewig dauern würde, alles aufzuzählen. Aber besondere Aufmerksamkeit erhielt ihre Darstellung der Putzfrau Emmy in Rainer Werner Fassbinders Angst, Essen, Seele auf, für die sie 1974 den Deutschen Filmpreis bekam und der ihren internationalen Durchbruch als anerkannte Schauspielerin markierte. Ihre Ausflüge ins Synchronfach waren eher sporadischer Natur und so bleiben neben ihrer grandiosen Leistung in dem Drama Wenn der Wind weht vor allem ihre Verkörperung der Granny in unserem Gedächtnis. Brigitte Mira starb infolge eines Schwächeanfalls am 16. März 2005 im Alter von 94 Jahren. Hey, 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 ich bin noch nicht fertig! Einen habe ich noch. Und es ist nicht Fred Mears Darstellung von Karl den Kojoten, denn dieses Akrobatschön habe ich irgendwie nie verstanden. Und es ist auch nicht Angelika Pawlowski, die Tweety gesprochen hat, denn von der gibt es nicht mal einen Wikipedia-Eintrag. Nein, es handelt sich hierbei um Tass, den tasmanischen Teufel. Ja, ich weiß, der grunzt und blubbert nur, aber diese Geräusche kommen von einem sehr interessanten Schauspieler. Der 1946 geborene Willi Röpke verlegte seinen Schaffensschwerpunkt nach einigen Jahren in der Schauspielerei ins Synchronfach und hat in den letzten 50 Jahren so einiges geleistet. Wir kennen ihn hauptsächlich als die deutsche Stimme von Scooby-Doo, Optimus Prime von den Transformers, Absalom und Jinbei aus One Piece oder den Mafia-Boss Fat Tony, Snake und Reverend Lovejoy aus der Serie Die Simpsons. Ja, und ich habe mir zwischenzeitlich überlegt, was ihr machen müsst, um eines dieser 3 Pakete zu gewinnen. Ihr müsst mir einfach nur in die Kommentare schreiben, warum gerade ihr so verzweifelt eines dieser Pakete gewinnen möchtet. Mehr nicht. Ich hoffe, dieser kleine Trip in eure Kindheit hat euch gefallen und ihr lasst mir einen Daumen da und vielleicht ein Abo, wenn ihr noch nicht habt. Ich habe noch Lücken in meiner Sammlung. Ansonsten gilt wie immer, den nächsten Beitrag gibt's am Freitag und schaltet auf jeden Fall wieder ein, wenn ihr den Möppel sagen hört. Was? Wie? Noch was sagen? Ich dachte, wir sind hier fertig.